Nach der extremen Rallye zuvor haben wir gestern einen Abverkauf gesehen an der Wall Street, der vor allem bedingt war durch Optionen, also durch Mechanik, wenn man so will. Die Folge der S&P 500 mit dem größten Tagesverlust seit September. Und das setzt sich heute ein Stück weit fort, nicht in der Dimension, aber wir sehen ein ähnliches Muster bislang jetzt im Handel an der Wall Street. Und insgesamt kann man sagen, jetzt wo die Liquidität kurz vor Weihnachten dünn ist, spielen diese Optionen eine immer größere Rolle. Mechanik führt zu bestimmten Prozessen, die dann wieder sich beschleunigen und verselbstständigen, könnte man sagen. Insgesamt werden die Aktienmärkte stabiler und das ist on the long run wieder. Sachse sagen würde, ist das durchaus ein Systemrisiko. Wir schauen uns die Dinge mal an. Gestern ja diese Geschichte, 600 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung in knapp 2 Stunden mal eben ausgepreist, könnte man sagen. Und ein Analysehaus sagt, okay, das war heute, gemeint ist damit gestern, war eine Geschichte, wenn die Dinge sich zu gut anfühlen, während gleichzeitig die Wirtschaft aber sich abschwächt. Dann bekommt die Überbewertung von Aktien eine Sorge, wenn gleichzeitig die Renditen zu niedrig fallen oder zu niedrig gehen. Also da ist ja so unfassbar viel Optimismus, so unfassbar viel Euphorie im Markt seit den Aussagen von Jerome Powell. Und das ist gestern passiert. Ich hatte es heute im Videoausblick schon gezeigt. Erstens, wir sahen Call-Selling bei Optionen, vor allem auf die großen 7 Tech-Aktien und eine gigantisch große Zero-DTE-Put-Order, die dann das Gamma der Dealer, also der Verkäufer dieser Optionen, geflippt hat, auf die andere Seite gedreht hat und dann setzte Mechanik ein. Und ein Stück weit sehen wir das auch heute, wenngleich lange nicht so in diesem Umfang. Gestern 7 Milliarden so far. Schreibt das Spot Gamma mit die beste Seite für diesen Bereich, 2 Milliarden. Aber Zero DTE Pooking, das wiederholt sich heute ein Stück, nachdem die Märkte ja heute sehr positiv zunächst gewesen sind, dazu gleich mehr. Aber hier ist das Risiko, das bei der ganzen Geschichte ist. Irgendwann kann die Situation entstehen, dass selbst die institutionellen Spekulanten, könnte man sagen, diese Zero DTE Optionen oder Put-Optionen kaufen, dass Dealer, also die Verkäufer dieser Optionen, gezwungen sind, ihr Risiko auf der Unterseite zu hedgen und dann eine Dimension, eine Dramatik entsteht, die dann vielleicht schwer zu kontrollieren ist. Wir haben durchaus einen Teil dieser Rallye auch durch diese Zero-DTE-Optionen gesehen. Also nach oben funktioniert das Spiel wie nach unten. Nur nach unten kann es dann mal auch ganz schnell eskalieren, komplett außer Ruder laufen. Und jetzt warnen so Citigroup, ja, da könnte jetzt ein Rücksetzer bei Aktien kommen, aber kauft den Dip auf jeden Fall. Und wir sehen, dass die Rallye ja sich ausgedehnt hat. Hier mal der Equal Weight S&P 500 in Relation zum S&P 500 von einer wichtigen Unterstützung abgeprallt. Also der Index, bei dem alle Aktien gleichgewichtet sind, nicht die 7 mega großen Tech-Aktien, diese dominante Rolle spielen. Aber das Grundproblem ist ja, was hat der Pauli da gesagt? Warum hat er es gesagt? Das ist ja das ganz, ganz große Rätsel. Am letzten Mittwoch bei der Pressekonferenz. Eins scheint klar, das Risiko, dass die Inflation wieder steigt im Bereich Housing, Labor, Services and Goods, wie Thorsten Swock sagt, ist groß. Hier mal der Vergleich mit den 70er, 80er Jahren. Ja, das war eine andere Zeit, da gab es andere Themen, aber wir haben wirklich eine sehr große Parallelität bisher in dem Verlauf dieser Inflationskurven zwischen jetzt und den 70ern. Und wir sehen Homebuilder-Aktien zum Beispiel, die sind durch die Decke geschossen in der Erwartung, dass die Leute jetzt alle wieder Häuser kaufen, weil eben die Hypothekenzinsen gefallen sind. In Deutschland, die untere Grafik, sehen wir, dass die Bauzinsen jetzt auf den tiefsten Stand seit 12 Monaten gefallen sind. Die Folge, Nachfrage zieht an, dadurch steigen die Preise wieder. Und so weiter und so fort. Das ist das Karussell und das trifft auf eine euphorische Anlegerschaft, gerade bei den Privatanlegern, die jetzt zu knapp 53% bullish sind, also mehr als jeder zweite dann
Heute frisch reingekommen, die Positionierung der Vermögensverwalter jetzt bei 97,32%, knapp der höchste Wert seit Juli. Das hatten wir im ganzen Jahr 2022 nicht, eine so hohe Positionierung. Also jetzt sind wirklich alle drin und die Konsumenten fühlen sich gut mit diesen Aktienmärkten. Conference Board heute mit der Aussage, der Prozentteil derjenigen, die erwartet, dass die Aktienmärkte steigen, ist jetzt so hoch wie seit Juli 2021 nicht mehr. Und einer der Gründe ist eben, weil alle sagen, wow, jetzt werden die Zinsen ganz schnell fallen, dadurch wird Geld billiger. Hier sehen wir die Financial Conditions. Plumps, wie schnell die nach unten gegangen sind. Insgesamt sind jetzt 6 Zinssenkungen eingepreist. Wird die Fed wirklich so nah an der US-Wahl dann die Zinsen nochmal senken? Halte ich für unwahrscheinlich. Das, was die Fed sagt, 2-3, könnte durchaus realistisch sein. Wir hatten heute wieder mal überwiegend schlechte Konjunkturdaten. Philadelphia Fed ist sehr schwach. Das US-BIP, letzte Veröffentlichung, schwächer als in der zweiten Veröffentlichung. Nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die waren besser. Was die Märkte euphorisiert hat, waren die PCE-Preise, also oder die Personal Consumption Expenditure-Preise, also die Preiskomponente des BIP, wenn man es mal so formulieren will, die waren niedriger als erwartet. Daraufhin, bums, die Märkte mit einer Rallye, wie wir hier unten sehen, die verschiedenen Indizes, bums, nach oben gegangen, hurra, hurra. Dabei war das ja die letzte Veröffentlichung aus dem BIP des dritten Quartals, also bis Ende September. Das ist wirklich schon sehr kalter Kaffee inzwischen. Wir sind jetzt praktisch am Ende ja des vierten Quartals, also das sind wirklich Nachrichten von vorgestern, aber bums, starke Marktreaktion, Gold nach oben, Renditen runter und so weiter und so fort. Da war einiges los, weil man sich sagt, naja, morgen kommen ja die PCE-Daten aus dem November. Also die Personal Consumption Expenditure Daten aus November, die normalerweise ziemlich genauso ausfallen, wie man es erwartet. Das ist so ein bisschen diese sozialistische Preiskomponente, gell. Das haben die Chinesen auch. Da passiert immer alles genauso, wie man es erwartet hat. Gell, das ist ein Prognosekünstler in China. Jedenfalls hat das die Hoffnung geschürt, dass morgen die PCE-Daten, die 14.30 kommen, die letzten Daten wahrscheinlich dieses Jahres, die wirklich von großer Relevanz sind, dass die niedriger ausfallen werden, nämlich unter 3%. Die Konsenserwartung ist 2,8%, nachdem wir im Vormonat noch bei 3,0 waren. Kernrate würde allerdings bleiben bei 3,4%, also nach wie vor natürlich deutlich über dem Ziel der Fed. Aber kommen wir nochmal zur Wirtschaft, kommen wir nochmal zum Philadelphia Fed Index. Und da sehen wir die Neuaufträge minus 25 geradezu abgestürzt. Die einzige Komponente, die nach oben gegangen ist, waren die Preise. Und bereits gestern hatte Harker von der Fed ja gewarnt, also die Dinge sind in der Wirtschaft offenkundig schlechter, als sie in den Zahlen bisher sich widerspiegeln. Ja, das ist eine interessante Bemerkung, die bestätigt wird durch die Frühindikatoren, die heute nochmal veröffentlicht wurden und die mit minus 0,5% jetzt 20 Monate in Folge negativ sind. Normalerweise ist das ein sicheres Anzeichen für eine Rezession, zumal auch die Dinge im Commercial Real Estate Sektor, also vor allem Bürogebäude, sich weiter verschärfen dürften, wie Fitch jetzt heute gewarnt hat. Und man stellt fest, es gab noch nie so viel freie Büroflächen wie derzeit in den USA. Und wenn es viel Angebot gibt und wenig Nachfrage, weil viele nach wie vor im Homeoffice sind, dann tendieren die Preise zu fallen. Das gilt auch für China, das in einer Deflation ist. Und jetzt haben die Banken ihre Deposit Rates runtergenommen, also praktisch die Zins- oder die Ausleihen in verschiedenen 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre praktisch gesenkt, also wenn man so will, Zinssenkungen vorgenommen. China hat heute gleich auch mal gesagt, ja, so ein paar seltene Erden, da werden wir jetzt Exportverbote erlassen. Gleichzeitig sehen wir das Desaster am Aktienmarkt in China, der Shanghai Composite, wirklich sehr am Boden, sehr tief gefallen inzwischen. Und wir sehen rechts oben hier die Investitionen von Ausländern in China rückläufig, und zwar ziemlich kräftig rückläufig. Das Vertrauen ist irgendwie weg. Und diese sozialistische, staatssozialistische Politik von Xi Jinping, die scheint nicht zu funktionieren. Jetzt sind ja Wahlen in Taiwan am 13. Januar, wenn ich das noch richtig erinnere.
Und im Vorfeld dieser Wahlen hat jetzt China die Aussetzung von Zollsenkungen angekündigt. Man will also so ein bisschen Druck ausüben, offenkundig auf Taiwan. Auf Fox hat hier Jonathan Warty gesagt, also ganz klar, dass China sich auf einen Krieg in Asien vorbereitet gegen Taiwan. Xi Jinping hat ja Biden ganz klar gesagt, wir werden uns mit Taiwan wieder vereinigen, aber natürlich friedlich, gell? Ja klar, weil der Taiwanese, ne, wenn der Chinese kommt, dann springt der ihm sofort in den Schoß vor lauter Freude über das, was da kommt. Und nach wie vor auch ein großes Thema natürlich der Israel-Gaza-Krieg. Die Houthis haben jetzt angekündigt oder senden jetzt wirklich Truppen nach Gaza. Da ist eine richtige Kolonne, die sich hier auf den Weg gemacht hat. Gleichzeitig massive Beschusssituationen wieder in Tel Aviv. Da geht es wieder richtig zur Sache. Die Raketenangriffe sind also wieder da und in der Folge, weil viele Reedereien jetzt nicht mehr durch das Rote Meer und den Suezkanal fahren, sind die Containerpreise massiv gestiegen. Innerhalb einer Woche Shanghai-Rotterdam plus 16%, Shanghai-Genua plus 15%. Das ist ein Riesensatz. Normalerweise dauern solche Preissteigerungen sehr, sehr lange, aber das geht jetzt ziemlich fix. Und dann eine sehr interessante Nachricht. Die Bundesnetzagentur hat die Stilllegung von Kohlekraftwerken vor dem Jahr 2031 untersagt. Kann das sein, dass die Kohle vielleicht doch nach 2030 weiterläuft in Deutschland, sodass wir dann in Sachen CO2 wieder praktisch ganz stark unterwegs sind? Es sieht so aus. Jedenfalls scheint die Strategie von Robert Habeck, nämlich diese Kraftwerkstrategie, nicht wirklich zu funktionieren. Man braucht dieses Backup. Warum? Weil eben im Winter, wie jetzt Anfang Dezember, schlichtweg zu wenig Wind war, vor allem keine Sonne war, sodass Strom aus 75% Kohle und Gas produziert werden musste, aber jetzt derzeit wahnsinnig viel Produktion wegen Sturm. Hier sehen wir, wir haben jetzt einen neuen Rekord erreicht. Das ist halt das große Problem, manchmal komplett da, dann wieder komplett weg. Das ist das große Thema und da hätte man gerne eigentlich eine etwas CO2-ärmere Alternative, aber das ist nicht gewollt von der Bundesregierung. Da macht man ein bisschen weiter, bis zu 75%. Hier nochmal ein paar Fakten aus Anfang Dezember. Wie gesagt, die Dinge ändern sich schnell, aber ich finde das hochinteressant, was da passiert teilweise. Erste Artikelempfehlung und die zweite und letzte Artikelempfehlung. Nochmal hier Beißetipp, wenn der Rückschlag kommt, was meinen Sie? Diese beiden Artikel seien Ihnen anempfohlen. Wir sehen uns morgen zum letzten Mal in diesem Jahr zum Video aus Blick und Marktgeflüster. Ich sage Servus, ciao.